Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und im heutigen Video schauen wir uns nicht die neuesten Features von Windows 11 an, sondern jene Dinge, die ihr beim Upgrade von Windows 10 eventuell vermissen werdet. Wir schauen uns heute alle Funktionen an, die Microsoft mit Windows 11 entfernen wird. Bevor wir einsteigen und über die entfernten Funktionen reden, möchte ich euch noch unseren heutigen Videosponsor Soundcore und seine neuen Soundcore Liberty 3 Pro vorstellen. Ich durfte nämlich die Liberty 3 Pro schon mehrere Wochen vor Release austesten und es sind ehrlich eine der besten In-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling, die mir bisher zu Ohren gekommen sind. Dank der Hear-ID-Technologie, welche sich über eine wundervoll programmierte App steuern lässt, könnt ihr eure Umgebung, zum Beispiel im Kaffeehaus, im Bus oder beim Spazieren durch die Stadtpromenade, komplett ausschalten. Wenn ihr die Durchsagen im Zug, den Schaffner oder die Kellnerin für einen Moment hören wollt, könnt ihr Hear-ID auch so konfigurieren, dass es Stimmen und andere Umgebungsgeräusche durchlässt, die ihr wahrscheinlich hören wollt. Das Feature nennt man Transparenzmodus und auch das funktioniert wirklich ausgezeichnet. In der App könnt ihr nicht nur den Modus für das Noise Cancelling festlegen, sondern auch fortgeschrittenere Einstellungen wählen. So könnt ihr selbst den Audio-Codec LDAC manuell konfigurieren für einen besseren Sound. Außerdem lässt euch die Soundcore-App auch die Trageerkennung ausschalten, die euren Sound sofort pausiert, wenn ihr die Kopfhörer aus dem Ohr nehmt. Ihr könnt auch die Touch-Gesten frei einstellen und die Bedienungsgesten nach eurem Wunsch festlegen. Checkt auf jeden Fall die Soundcore Liberty 3 Pro aus über den ersten Link in der Videobeschreibung. Lasst uns beim Startmenü starten. Es gibt keine Live-Kacheln mehr und stattdessen eben ganz normale App-Icons. Damit geht auch die Entfernung der Ordner sowie der App-Gruppen einher. Konntet ihr in Windows 10 eure Startmenü-Apps noch in Gruppen sortieren, so geht das zumindest aktuell in Windows 11 nicht mehr. Die Position des Startmenüs ist jetzt in der Mitte und es lässt sich nur mehr noch nach links unten verschieben. Die Taskleiste oben zu haben, rechts oder links im Bild, das geht in der Release-Version von Windows 11 nicht. Das Startmenü ist aber nicht die kontroverseste Änderung beim Interface der neuen Generation von Windows. Viel mehr Nutzer kritisieren die fehlenden Funktionen bei der neuen Taskleiste. Das Rechtsklickmenü zum Beispiel ist in der neuen Taskleiste praktisch nutzlos und lässt euch nicht einmal mehr den Taskmanager schnell starten. Stattdessen gibt es nur noch beim Rechtsklick die Taskleistenoption. Wollt ihr unter Windows 11 den Taskmanager öffnen, dann klickt ihr hier einfach auf den Link in der Infokarte oder in der Beschreibung, wo wir ein eigenes Video dazu für euch erstellt haben. Das will ich das heute verraten. Nee, aber die Einschnitte in die Taskleiste in Windows 11 hören da längst nicht auf. Es gibt keine Symbolleiste mehr, wo praktische Programme wie Lenovo Vantage oder der NetSpeed Monitor wichtige Infos übersichtlicher und prominenter anzeigen konnten. Wenn euch zum Beispiel ganz besonders wichtig war, dass ihr immer auf einen Blick seht, wie viel Restlaufzeit ihr noch habt oder wie viel Internet-Traffic gerade benutzt wird. Außerdem verliert ihr im Vergleich zu Windows 10 auch komplett den Drag-and-Drop-Support. Ein Icon in die Taskleiste zu ziehen, um es dort anzuheften, oder eine PDF-Datei zum Edge-Browser zu ziehen, um sie darin dann zu öffnen? Nope. Das könnte sich zwar in zukünftigen Versionen von Windows 11 noch ändern, also macht mich da nicht zur Sau, wenn das Feature in einem halben Jahr zum Beispiel bei euch drin ist. Ich freue mich für euch, ganz ehrlich. Und noch eine Funktion wird in der Taskleiste fehlen, was eben zeigt, was passieren kann, wenn man so eine wichtige Systemkomponente komplett neu programmiert und gewisse Features einfach vergisst. Microsoft hat nämlich die Funktion Shift plus Klick einfach nicht implementiert. Unter Windows 10 konntet ihr damit eine neue Instanz eines bereits offenen Programms öffnen. Wenn ihr also zum Beispiel ein frisches Word-Fenster braucht oder ein komplett leeres Browser-Fenster, dann konntet ihr einfach Shift drücken und auf das Programm in der Taskleiste klicken, dann würde sich das öffnen. Unter Windows 11 geht das nicht, allerdings geht das über Umwege. Wenn ihr ein neues Fenster öffnen wollt, könnt ihr einfach einen Rechtsklick auf das Programm in der Taskleiste machen und dort den Namen des Programms auswählen. Also, es gibt durchaus Ersatz für eben diese fehlenden Funktionen. Überraschenderweise geht aber weiterhin die Steuerung Shift plus Klick Kombination, welche ein Programm aus der Taskleiste mit Adminrechten öffnet. Da fragt man sich, ob Microsoft das einfach irgendwie vergessen hat oder ob man diese Funktion gar absichtlich entfernt hat. Aber weiter im Text. Obwohl Microsoft mit Windows 10 einen großen Fokus auf die Interkonnektivität von Android und Windows gelegt hat, verschwindet mit Windows 11 eine der größten Implementierungen davon. Die Windows Timeline ist Geschichte. Microsoft hatte damit eine interessante Idee verfolgt, um Nutzern zu ermöglichen, Aktivitäten zwischen Android und mehreren Windows 10 PCs zu synchronisieren.
Ihr arbeitet im Office und Edge auf eurem Laptop und wollt die Arbeit auf eurem PC dann am Schreibtisch fortsetzen. Mit der Windows-Timeline hätte das mit einem Fingerschnippen funktionieren sollen. Hätte, hätte, Fahrradkette, denn neben einer entsetzlichen Implementierung von Seiten Microsofts, absolut keinem Support von Entwicklern von Drittanbieter-Apps und fraglichem Interesse von Kunden findet sich das Feature ab Windows 11 auf dem Friedhof der eingestellten Microsoft-Produkte wieder. Ebenfalls einen sehr frühen Tod stirbt das kleine Wetter-Widget, das Microsoft erst kürzlich ganz unten rechts in Windows 10 in der Taskleiste implementiert hat. In Windows 11 nimmt das den halben Bildschirm ein, auch eine eventuell fragwürdige Entscheidung, wenn ihr mich fragt. Und noch eine Interface-Veränderung erwartet euch mit Windows 11. Der Tablet-Modus als Vollbildschirm-Startmenü wird entfernt. Debütiert unter Windows 8, verbessert unter Windows 8.1 und ruiniert mit Windows 10, findet Microsoft das Vollbild-Startmenü für Tablets, wenig überraschend, nicht mehr zeitgemäß und wirft es hochkant raus. Ersetzt wird es allerdings durch eine verbesserte Touch-Bedienung unter Windows 11, größeren Touchflächen sowie Designoptimierungen im Windows Explorer, die das Betouchen von Windows 11 etwas einfacher gestalten sollen. Wisst ihr noch, wie anstrengend die Ersteinrichtung eines Windows-PCs war, als noch Cortana da war? Die wollte euch nämlich zu Beginn erstmal 30 Sekunden lang zulabern, egal ob ihr das wollt, braucht oder eben auch nicht. Wie nervig das sein konnte, zeigt dieser Clip sehr eindrucksvoll. Hi there. Es sollte uns nicht wundern, dass Microsoft nun endlich seine digitale Assistentin langsam aber sicher in Rente schickt. Cortana hat genug verbrochen, ob nun unter Windows 10 am PC oder auf dem ersten, einzigen und letzten Lautsprecher, der jetzt keine Seele mehr hat und ohne Cortana nur noch als dummer Bluetooth-Lautsprecher dient. Es ist natürlich die Rede vom Harman Kardon Invoke, den ich besitze. Euer PC wird aber nicht ganz der lachhaften künstlichen Intelligenz beraubt, denn Cortana ist als eigenständige App weiterhin integriert und kann von Nutzern manuell eingerichtet werden. Ich denke, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis diese App erstmal nicht vorinstalliert ist und dann irgendwann komplett eingestellt wird. Werdet ihr Cortana vermissen? Sagt es mir gerne unten in den Kommentaren. Und das bringt mich auch schon zu jenen Apps, denen dieses Schicksal bereits jetzt widerfahren ist. Microsoft haut eine ganze Reihe von bisher vorinstallierten Apps mit Windows 11 raus. Der 3D-Viewer, die OneNote UWP, Paint 3D und Skype sind mit Windows 11 nicht mehr auf euren Rechnern vorinstalliert. Während Skype und Paint 3D durchaus Apps sind, die man im Prinzip benutzen könnte, was aber wirklich niemand tut, finde ich das mit der OneNote UWP echt schade. Ich fand die App persönlich immer echt gut und benutze sie heute noch regelmäßig. Ich brauche die Features der großen Desktop OneNote einfach nicht und präferiere, wie leichtfüßig OneNote UWP auf wirklich jeder Hardware läuft. Nun, wir können nicht alles haben. Und noch ein wichtiges Programm, das unter Windows 11 keine Zukunft hat, das ist der Internet Explorer. Während ihr diesen noch unter Windows 10 manuell entfernen musstet bzw. konntet, wird das in der nächsten Version von Windows nicht mehr notwendig sein. Windows 11 wird die erste Windows-Version seit 20 Jahren sein, welche den Internet Explorer vollkommen über Bord wirft. Ganz verschwindet er aus dem System zwar nicht, aber jene Teile davon, mit denen ihr interagiert habt, die werden weg sein. Konkret heißt das, die Desktop-Anwendung, also das Internet Explorer-Programm, wird in Windows 11 nicht mehr vorhanden sein. Die MS-HTML-Engine allerdings, die bleibt weiterhin ein Teil des Systems und so kann sie eben die Programmkompatibilität ermöglichen für jene Anwendungen, die eben eventuell darauf zurückgreifen. So hat auch der neue Microsoft Edge Browser einen Internet Explorer Modus integriert, wenn Webanwendungen nur mit dem alten Browser eben funktionieren. Und das wäre auch schon alles, was es hier zu erwähnen gibt. Allzu viel wird nicht entfernt, aber jene Dinge, die Microsoft raushaut, könnten den Workflow von vielen von euch durchaus stören. Mir passiert es zum Beispiel immer noch unter Windows 11, dass ich den Task Manager per Rechtsklick auf die Taskleiste öffnen will und das eben einfach nicht mehr geht. Sagt mir gerne in den Kommentaren, welche Funktionen ihr vermissen werdet. Ist es der Internet Explorer, der Tablet-Modus, das Startmenü oder gar Cortana? Sagt es mir gerne unten in den Comments. Damit war es das auch schon von mir und von diesem Video. Wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests rund um das Thema Windows 11 sehen wollt, dann gebt mir gerne ein Like und abonniert natürlich auch unseren Kanal. Ich sag vielmals vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.